Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier bei Heisenberg zockt. Guck mal, sie fahren doch alle. Ja, gestern hatte ich mal noch kurz ich habe angenommen, dass der steht und irgendein Problem hat, aber der fährt eigentlich hier auch locker in der Gegend rum hier. Unser langer Güterzug, 1,2 Kilometer lang. Sehr schön. Gut, dann müssen wir hier gar nichts machen. Was wir jetzt aber machen, wir sind bei der Universallinie stehen geblieben, während wir hier uns nochmal diesen langen Zug ansehen. Er hat schon eine gesunde Länge, das muss man schon sagen. Finde ich sehr gut. Ja, machen wir mit einem Personenzug dann auch noch, ganz klar. Wir machen hier noch einiges. Was wir jetzt als erstes machen ist, wir werden nicht bei der Universallinie weiterbauen, das habe ich gesagt. Weil sonst sind wir nur am Knobeln machen und tun und irgendwie machen gar nichts mehr anderes und ich möchte das immer mal wieder machen. Oh, aber das sieht hier schon sehr nett aus. Hier, guck mal, dieses Dreiergespann, das hier gerade aneinander vorbeigefahren ist. Güterzüge da hinten, der Regio. Ja, es wird langsam. Ja, was machen wir denn? Ganz einfach, guck mal, wir sind doch hier eh gerade in Bodensee. Sehe ich das richtig? Ja, jetzt gibt es eine neue Mod und zwar Halloween. Ich weiß, es ist noch nicht Halloween. Halloween ist am, wenn ich mich nicht täusche, 31. Oktober. Aber, die Vorbereitungen, die laufen halt jetzt schon. Und zwar Halloween, das ist irgendwie, ich weiß gar nicht genau, eine Vogelscheuche und so weiter. Und dazu gibt es aber noch ein Fahrzeug, das spezielle Animation hat. Das würde mir sagen, wir haben hier sogar schon eine Bushaltestelle und nehmen dann das Fahrzeug. Werden jetzt aber hier erstmal ein bisschen das Ganze auf Halloween trimmen. Dafür hätte ich gerne, wenn es irgendwie geht, hier das Ganze eher flach. Und warum hier? Das ist eigentlich ganz einfach. Dieses Halloween-Fest ist nicht für Halloween, sondern dieses Halloween-Fest ist, ja, für die Leute, die hier im Zug sind, die hier dran vorbeifahren. So, jetzt haben wir hier irgendwie ein bisschen Höhe. Mir geht es eigentlich darum, ist mir eigentlich egal, ob das Höhe ist oder nicht. Ja, wobei, das ist Käse, das gefällt mir nicht. Moment, kann ich es runter? Ja, runter ist besser, weil auf einem Sockel möchte ich die auch nicht haben, sondern die sollen irgendwie, wenn es geht, ebenerdig stehen. Und das würde eigentlich jetzt bereits so sein. Ja, so halbwegs ebenerdig. Geht halt nicht besser, weil hier Gebäude sind. Aber so plus minus passt. Jetzt, wo stehen die drauf, wenn die hier Halloween feiern? Ich würde mal sagen, ja, auf niedergetrampeltem Gras. Wo haben wir das denn? Wie soll ich das denn jetzt? Ist ja schön hier. Guck mal, hier fahren die Züge durch. Und das ist halt eben genau das Coole. Weil, ja, jedes Mal, wenn wir hier mitfahren, machen und tun, dann sehen wir diese Halloween-Geschichte nochmal. Kann ich das hier irgendwie eingeben, von wegen kaputte Wiese? Offensichtlich nicht. Ingos Kopfsteinpflaster, Kies, jetzt sind wir irgendwie fast schon zu weit. Weizen, Erdboden. Was ist ein Erdboden 01? Das ist eher schmutzig, würde ich mal sagen. Ja, aber gar nicht schlecht. Ja, sowas in der Richtung. Hier ist halt niedergetrampelt. Das sieht doch eigentlich eh schon aus wie niedergetrampelt. Wenn wir das ein bisschen hier weiterziehen, und zwar in der Stärke, finde ich es gar nicht schlecht, dass die Wiese noch ein bisschen durchschimmert. Das ist eigentlich okay. Wiese darf durchschimmern, hier ist ja Wiese drunter. So, hier noch ein bisschen, jetzt Wiese nicht mehr. Versuchen wir es mal mit Shift. Jawohl, dann geht das. Hier wieder lockig-flockig. Dann reicht das eigentlich schon. Ja, ich würde sagen, das ist okay so. Da kann man doch Halloween feiern. Irgendwie hätte ich hier aber gerne einen Zaun, weil ich möchte nicht, dass die Leute hier reinfliegen. Also, Assets, Lützaun. Wir haben eigentlich mehrere Zäune. Jetzt gab es gerade noch einen neuen dazu. Und was wir auch noch machen, nicht heute, aber wahrscheinlich dann morgen oder so. Wir werden bei der Güterzentrale, diese Stelle, wo ich gesagt habe, da gehören noch Sachen hin. Die werden wir uns ansehen und dort ein paar Assets hinpflanzen, nämlich Züge. Das ist eine gute Idee gewesen von Daniel. Jetzt würde ich aber schnell gucken, Lützaun. Ja, da haben wir es doch. Ingos Weidezaun. Hier hat noch eine Mauer. Absperrungen für den Hafen. Wie sieht das denn aus? Wenn wir das mal irgendwie von hier nehmen. Machen wir mal das bis hier hin. Ach ja, haben wir schon einen Zaun. Ach, guck mal einer an. Hier brauchen wir gar keinen Zaun. Moment. Ist das ein Zaun? Nee, das ist doch kein Zaun. Nee, das... Wisst ihr, was das ist? Das ist der Schatten der Oberleitung. Okay. Noch ein Zaun. Ich dachte, jetzt hätten wir schon einen. Nee, haben wir nicht. Mach ich mal hier hin. Ja, ist okay. Ist zwar eine Hafenabsperrung, aber das kann man natürlich hier auch so machen. Es geht ja nur darum, dass irgendwie die Leute nicht, wenn sie da mal was getrunken haben, noch auf die Schnapsidee kommen. Jo, latschen wir doch mal auf die Gleise rauf. Wir haben ja Halloween-Kostüme an, da kann man das auch mal machen. Nee, kann man nicht. Geht man tot. Wenn es hochkommt. Dann ist vorbei. Ach, hier haben wir einen Zaun. Okay, dann schließt er da an. Das ist meine Ordnung. Und hier hinten...
ist irgendwann dann Feierabend. Moment, ich brauche hier mal fertig und dann brauche ich das neu. Da haben wir nochmal, guck mal, da haben wir nochmal eine riesen Auswahl. Ich wechsle hier mal nochmal und mache den Zaun mal. Hier hört er auf. Wir machen den mal irgendwie hier rauf. Ja, dann ist hier abgesperrt und dann geht das hier lang bis hier oben hin. So, gut, dann hätten wir das im Groben gemacht. Das ist jetzt nicht so wichtig gewesen. Es ist alles in dem Sinne nicht wichtig. Die Züge fahren auch ohne, dass wir das machen, aber es ist halt nett. Jetzt haben wir hier aber trotzdem Stillstand. Guck mal. Haben wir da ein Problem oder warum stehen da so viele? Ja, weil wir hier natürlich nicht 10.000 Gleise haben. Da kommt die BR-103 noch daher. Ich habe gerade vorher gedacht, cool, wie das alles läuft hier. Also da sind wirklich ganz viele Gefahren. Jetzt haben wir ein bisschen Stillstand. Das könnte natürlich sein, dass wir ab und zu mal Stillstand haben. Ja, ich würde sagen, da gucken wir später nochmal, weil ich möchte jetzt eigentlich die Halloween-Geschichte machen. Ja, aber da fahren sie schon. Also wenn halt einer mal steht, dann steht er halt. Das ist ja jetzt nicht so ein Drama. Also Halloween haben wir hier. Ich glaube hier unten war es. Jawohl, da. Da haben wir mal einen Kürbis. Das ist schon mal all das. Was haben wir denn sonst noch? Kürbisgesichte. Ja, die Beleuchtung darf gerne an. Vogelscheuche sind wir noch nicht. Länge. Ja, ich würde sagen, wir lassen den Kürbis mal in der Größe. Wohin mit den Kürbissen? Ja, die liegen natürlich überall, vor allem wenn sie beleuchtet sind. Hier mal überall einen schönen Kürbis hin. Dann mal noch die Kürbisvariante 2. Ist, glaube ich, einfach ein bisschen größer, so wie ich das sehe. Da kann man schön hier einfach hinpflanzen. Das hier ist das Halloween-Gebiet. Hier hinten ist dann langsam Feierabend. Weil so viele Leute kommen da nicht. Es ist ja eher wirklich eine Touristenattraktion, als dass hier groß gefeiert werden würde. Gut, dann haben wir die Vogelscheuche. Jawohl, sehr schön. Kürbisbeleuchtung haben wir an. Hier könnte man noch einstellen, dass die Beleuchtung an- und ausgeht. Auch nicht schlecht. Machen wir hier mal die Vogelscheuchen Art 1. Und weil es hier runter geht, hier oben würde er normal stehen. Da muss ich ein bisschen das Ganze runterziehen. So, einmal, ne, nicht so. Und dann noch drehen, auch noch. Dass der ein bisschen auf die Gleise guckt. Ja, guck mal hier hin. Ich würde es tatsächlich nicht allzu riesig machen. Wir machen mal den Bereich, wo wirklich Halloween ist, glaube ich, hier. So, hier noch ein bisschen. Nochmal drehen. Einmal er hier. Einmal guckt in die Richtung. Dann haben wir hier noch die Dreier-Variante. Der dreht sich mal hier hin. Bei mir geht's. Ja, nee, das stimmt auch nicht. Ich wollte gerade sagen, mir geht es primär eigentlich ums Fahrzeug, das wir da haben. Das stimmt so aber gar nicht. Also das möchte ich tatsächlich schon auch entsprechend haben. Ein Rabe. Was kann der alles? Vogelscheuchentyp? Ne, hier Vogelscheuche mit Rabe. Oh, da hätten wir noch eine Vogelscheuche mit Rabe. Jawohl, hätten wir auch gerne. Hier im Zentrum ein bisschen. Dann wieder der Rabe. Wo ist der Rabe? Rabenverhalten. Boden und Flug. Mach mal. Seht ihr den gerade? Oder muss ich den nochmal ein bisschen hochholen? Jawohl. Der müsste aber schon auf dem Boden sein. Man sieht es halt nicht deutlich. Ich setze den mal hier hin und dann sehen wir ja, was die Raben machen. So, ich gehe mal davon aus, die starten irgendwann. Gesetzt habe ich sie. Mal gucken, wann sie starten. Überall ein bisschen Rabe. Okay, Raben haben wir. Jetzt brauchen wir Grabsteine. Das ist ganz klar. Die sind wichtig. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Halloween haltet. Weil ich kenne das aus meiner Kindheit tatsächlich nicht. Hier wahrscheinlich auch nicht. Beziehungsweise, ja, wenn ihr ein bisschen älter seid, gab's nicht. Das war irgendwie, man hat immer gesagt, das ist was Amerikanisches, das über, ja, das wollen wir hier nicht. Und ich bin da irgendwie nie so reingekommen, muss ich gestehen. Dadurch wahrscheinlich eben, dass ich das in der Vergangenheit, in der Kindheit eben auch nicht gekannt habe. So, hier mal noch irgendwie zwei solche. Ich weiß auch nicht, hat man da eine bestimmte Anordnung? Nee, ich meine, das ist halt einfach, das ist ja alles nur irgendwie, wie soll ich sagen, das ist halt Halloween. Da stehen die halt so in der Gegend rum, hier die Grabsteine. So, einmal diesen. Hier oben haben wir nochmal einen Grabstein. Und jetzt die Person. Da bin ich vor allem gespannt, was wir da haben. Ja, das ist doch, je nachdem, wenn es dunkel wird, ist das schon mal ordentlich fett gruselig. So, nochmal einen zweiten Grabstein. Nochmal hier. Und dann haben wir hier die Person. Jetzt gehen wir mal schnell gucken. Geschlecht männlich, weiblich, sitzend und so weiter. Oh ja, tatsächlich. Sehr gut. Schön mit Kostüm. Die stehen hier auch ein bisschen hier und gucken den Zügen zu, weil eben, es geht ja auch wirklich, ja, guck mal, jetzt fahren sie nämlich wieder. Das ist schon ein cooles Eckchen hier, dieses Bodensee. Das gefällt mir schon ausgesprochen gut. Können wir hier mal noch männlich? Ich kann halt nicht viel näher ran, das geht leider nicht.
Ich könnte in die Person rein. Ja, geht das überhaupt? Dass ich hier reingehe? Moment, ich versuch's mal schnell. Nee, das sind halt nur Assets. Man sieht es aber relativ gut. Man müsste hier irgendwas haben, wo man eine Cam hat, dass ich ein bisschen näher ran könnte. Ich hätte eine Idee, wenn zukommt. Aber der müsste ein bisschen näher sein. Den anhalten und dann können wir mit der Cam natürlich näher ran. Ja, wir warten mal. Wenn zukommt, machen wir das natürlich noch. So, hier Halloween. Kommt da gerade einer? Da kommt gerade einer. Okay, machen wir schnell Pause. So, wir gehen hier rein mit der Cam. Dann kann ich mit der nämlich hier reinfahren. Ja, schaut mal, jetzt haben wir die Nähe. Genau das, was ich wollte. Sehr schön. Ja, und die Leute hier, die sehen eigentlich auch relativ cool aus. Ja, Halloweenig halt. Also es ist schon leicht gruselig, muss ich sagen. Oder nicht? So, mal rauf. Der Bus fehlt natürlich noch. Den werden wir uns gleich gönnen. Ich möchte mir das aber hier kurz ansehen. Wie sieht denn der Grabstein aus? Auch nett. Ja, sehr cool. Hier mit der Lokomotive noch. Ich muss mal, lass mich mal nach hier vorne fahren. Vielleicht gibt es noch ein schönes Thumbnail. So, irgendwie so. Ja, ja, gut. Ich werde nachher gucken. Thumbnails, die kommen, wenn die Folge aufgenommen ist. Wir gehen mal raus. So, lassen das Ding mal laufen. So, sehr cool. Einsteigen und dran vorbeifahren könnte man natürlich auch mal noch. Jetzt stehen sie wieder. Ja, oh je, oh je. Er steht vor allem. Herr Kollege, ach, er möchte natürlich hier rein. Kann er nicht? Hier ist das Gleis belegt. Von dem hier. Ja gut, dann müsste der halt fahren. Also er die BR-103, dann kann der andere auch wieder. Aber grundsätzlich fahren sie schon. Guck mal, da kommt gerade einer. Jetzt steigen wir mal kurz ein. Und schauen mal, wie das so aussieht. Mit unserem Halloween-Gebastel. Der Bus fehlt natürlich noch, wie gesagt. Das machen wir gleich, sobald wir jetzt hier dran vorbeigefahren sind. Wir haben ja keine Eile. Ich bin nicht auf der Flucht, ihr hoffentlich auch nicht. So, da haben wir's. Ja, ist natürlich, Halloween ist für mich wieder eher etwas, das ist etwas für die Dunkelheit eigentlich. Und die Dunkelheit haben wir halt nicht. Ja, gut, gehen wir raus. Ich weiß, man könnte es dunkler machen, irgendwie mit dem Gamma-Wert, der da runtergedreht wird. Das ist aber halt für mich nicht Dunkelheit, das ist ein paar weniger Licht. Dunkelheit ist wirklich dunkel mit Lichtern, dass hier die Gebäude etc. Lichter haben. Gut, also die Bushaltestelle, da haben wir gesagt, die ist ja eh hier. Wo wollen wir denn hin? Vielleicht zum Bahnhof oder ein bisschen irgendwie außerhalb und hier ist dann vielleicht noch ein Fest? Es geht ja nur darum, dass das Fahrzeug fährt. Ich hätte gerne hier eine Bushaltestelle. Oder gibt es da sogar spezielle? Nee, vom Fahrzeug gibt es da. Ich muss mal schnell gucken. Oder gibt es da irgendwie noch so eine Halloween-Bushaltestelle? Ich glaube nicht. Nee, das sind... Ach ja, hier sowieso nicht. Herr Heisenberg, wenn, dann eher hier vielleicht. So, mal schnell gucken. Halloween, Halloween, Halloween. Nö. Nee, sehe ich nichts. Nein, hat's nicht. Was passt zu Halloween? Ja, definitiv irgendwie sowas Holziges, finde ich. Und da können wir 400 Leute transportieren, tatsächlich. Das ist schon relativ krass. Also nee, nicht Leute, das war natürlich komplett falsch. 400 Seelen werden da transportiert. Es ist Halloween. Da gibt es keine Menschen, da gibt es Seelen. So, und der fährt hier lang, weil er hier eine Linie kriegt von dem Teil zum Halloween-Teil. Und das Halloween-Teil, das ist aber ein LKW. Guck mal, das ist gar keine Bushaltestelle. Das funktioniert so nicht. Dann machen wir hier auch nochmal eine Bushaltestelle. Okay, dann machen wir hier eine Bushaltestelle. Nicht ersetzen. Ne, dann ist das LKW-Teil weg. Auf der Seite wird es gehen. Da müssen wir nochmal außen rum. Oder hier. Oder hier hinten vielleicht? Ja, hier ist die Halloween-Bushaltestelle. Das ist okay. Okay, machen wir dich hier hin. Wir ersetzen nichts. Es passt. Ich brauche die Linie. Linie 1. Haltestelle hinzufügen. Wäre hier. Und das ist dann nicht die Schillerstraße, würde ich sagen. Sondern... Moment. Linie verwalten. Ne, eben nicht. Hier, da haben wir es. Das habe ich gesucht. Und das ist Halloween. Party. Okay, weil diese Bushaltestelle ist nur aktiv tatsächlich, wenn die Halloween-Party läuft. Und genauso gibt es nur dann dieses Fahrzeug, was wir uns jetzt gönnen. Haben wir hier ein Depot? Es wäre noch praktisch. Oder? Ja gut, das ist eigentlich egal. Wir können natürlich mit dem Teil auch durch die Stadt durchfahren. Das ist ja komplett egal. Bist du ein Straßendepot? Tatsächlich. Ja, dann kaufen wir dich hier. Hier ist ordentlich Betrieb. Das ist irgendwie auch nicht so ideal. Dann kommen wir mit dem Fahrzeug wieder nicht raus. Ist ja aber egal. Wir können es uns ja ansehen. Darum geht es primär. Hier, guck mal. Hellcat.
Ah, davon mal drei Stück. Ne, machen wir vier. Da dürfen gerne ein paar rumfahren. Und das wäre dann... Ich habe die Linie 1 auch nicht benannt. Die müssen wir natürlich auch noch benennen. Machen wir mal ganz kurz Pause. Oh, ich sehe sie schon. die Linie benennen. Einmal hier und einmal diesen. Halloween Party. Ja, Partybus. Das hat der Partybus für Halloween. Einmal gib ihm. Ja, und jetzt bin ich auf die Animation gespannt. Schnell sind die Teile anscheinend eben auch wie die Hölle. Ich gehe mal hier in ein Fahrzeug rein und dann gucken wir uns das mal an. Jo, das sieht doch schon relativ nett aus. Man sieht hier, da bewegt sich irgendwie... Was bewegt sich denn da? Irgendein Ventilator. Hinten noch irgendwie was. Hellcat steht da drauf. Schon cool, was man hier alles machen kann, wenn man weiß, wie es geht. Ich komme immer wieder zum gleichen Schluss. Und hier hat jemand, der Rico, glaube ich, war es, tatsächlich auch gewusst, was er tut. Man sieht es, das sieht nämlich relativ stark aus, finde ich. Cool, nicht unter die Straße, Heisenberg, das wollen wir nicht. Ja, Konkurrenz zu den normalen Bussen, ganz klar. Schon sehr schön. Ja gut, dann haben wir hier im Bodensee, also nicht am Bodensee, sondern in der Stadt Bodensee, tatsächlich jetzt diese Fahrzeuge. Eine Kapazität von 400 Seelen. Brauchen wir nicht. Hier geht es aber auch nicht darum, was wir brauchen. Hier geht es darum, dass wir hier Halloween haben. So, wir sind mal noch im Fahrzeug drin. Aha. Adams Family. So ein bisschen. Oh, das ist mit der Cam gar nicht so einfach. Hier Frau Adams Family. Wie hieß die denn? Lily? Ne, Lily war die Frau bei den Monsters. Genau. Herman Monster, Lily und Spot und Eddie. Das waren die Leute von The Monsters. Habe ich geliebt als Kind. Das war so eine coole Serie. Herman. Hermie Baby. Da hat er immer so geguckt, der Kollege. Ja gut, dann haben wir das. Halloween wäre sozusagen ja nicht abgeschlossen. Das kommt erst, wie gesagt. Aber unser Halloween hier in Bodensee, jo, das haben wir jetzt. Gut, ich gucke mal schnell auf die Uhr. Ja gut, dann können wir jetzt eigentlich zur Universallinie kommen. Ich möchte aber noch ganz schnell zeigen, wo das war, wo wir dann auch noch arbeiten, nämlich hier. Hier habe ich gesagt, hier gehören irgendwelche Assets drauf, Gebäude oder so. Es ist natürlich viel schöner und einfacher. Hier sind Depots, hier kann man Gleise ziehen, zum Beispiel aus dem Gleis rauskommend. Und dann stellen wir hier Assets drauf, also Fegzüge, die hier halt rumgammeln. Die sind halt außer Betrieb, die warten auf den Einsatz. Passt dann auch hier zum IC-Werk. Und hier vielleicht sogar eine Brücke rüber. Ja, wir werden sehen, das werden wir morgen angehen, würde ich sagen. Gut, jetzt die Universallinie. Jetzt wäre es natürlich noch ideal, wenn ich noch wüsste, wo wir stehen geblieben sind. Angefangen haben wir in Oberböser. Ich schnapp mir mal die Linie und gucke. Da haben wir sie doch. Wir sind stehen geblieben in Wien, sehe ich gerade. Ja, hier geht's lang, lang, lang. Dann haben wir hier den und hier vorne haben wir Wien. Sehr gut. Ja, da gehen wir hier in den Bahnhof rein. Da haben wir noch ein spezielles oder ein eigenes Gleis gekriegt. Und jetzt, wo sind wir stehen geblieben? Ach, ich weiß, bei diesem Drehdingens. Okay, da weiß ich wieder, wo wir sind. Da kann ich aus der Linie raus und wieder ein Normalbild machen. Genau, irgendwie wollten wir hier unten durch und das hat irgendwie nicht geklappt. Also das unten durch schon, aber wir kommen hier nicht an dieses Gleis ran. Oder wollten wir ins Gleis rein? Wer ist denn hier unterwegs? Der Fuchsing. Ne, da wollten wir beim besten Willen nicht ins Gleis rein. Da wollten wir ins Gleis ran. Und dann nach Bodensee rein, genau. Ja, vielleicht unten durch halt. Das wäre natürlich auch eine Idee. Warum nicht unten durch, statt ins Gleis rein? Das ist halt die Frage, habe ich das schon entsprechend gebaut? Das weiß ich, wenn ich gucke. Wenn ich hier ein Gleis schnappe, was ist denn das hier? Depot-Track? Ne, Moment. Depot-Track, tatsächlich kenne ich gar nicht. Habe ich das gerade aktiviert? Wahrscheinlich schon. Ich aktiviere halt tatsächlich immer noch. Jedes Mal vor Spielstart nochmal ein paar zusätzliche Mods. Und so haben wir immer mal wieder was Neues. Stimmt, das kann ich mich erinnern. Gestern habe ich hier irgendwie das Gleis nicht erwischt. Ja, so ist am einfachsten. Wenn wir hier mal unten bleiben. Moment, das muss ich ja vernünftig erwischen. So, irgendwie den machen. Dass wir einfach unten durchdüsen. Nämlich so. Allerdings nicht so, dass wir da reinkommen natürlich. Da kann ich mit N aber nichts mehr machen. Das ist noch interessant. Ja, wir müssen früher runter. Okay, gut, wenn wir das wissen, dann machen wir das. Wir müssen das hier nochmal kurz wegmachen. Das hier ebenfalls. Ja, das hier ebenfalls. Und dann mal gucken, kommen wir hier irgendwie vernünftig unter die Erde. Müsste eigentlich zu machen sein. Ja, da haben wir einen Tunnel.
Wunderbar, das passt. Ja, aber nicht dieses Portal, sondern das darf gerne wieder mal ein bisschen was Auffälligeres sein. Sowas, das ist doch eigentlich eh immer cool. Jetzt hier wieder rauskommen wäre natürlich auch von Vorteil. Mach mal, das Portal müsste, ja, bestehen bleiben. Irgendwie so hier lang und dann aber natürlich in die andere Richtung. Ui, da kommen wir immer noch nicht raus. Da kommen wir raus. Oder so. Ist das okay? Ich denke, ja, dann geht es hier unten durch und dann geht es hier ans Gleis ran. Und dann haben wir hier den Fuxinghau, den Schnellzug. Hier haben wir im Prinzip so eine Art Autobahn schon. Würde ich machen. Und eben eingleisig, das reicht dicke. Es gibt eine Rundlinie. Hier folgen wir dem Fuxinghau. Das hat den Vorteil, wenn wir mit der Universallinie unterwegs sind, sehen wir natürlich auch entsprechend noch den Fuxinghau. Ich werde jetzt hier aber trotzdem noch bis hier hinbauen, weil muss das sein, dass wir hier in die Brücke reingehen. Die Frage ist halt hier im Bodensee, wo gehen wir denn da rein? Das ist der Güterbahnhof, der bringt uns herzlich wenig. Wir müssen hier hinten hin. Dann würde ich hier am Städtchen vorbei. Ja, weil wir haben hier unten, ich kann ja mal hier rausgehen, wir haben hier unten mehr als genug Züge. Da stehen ja eh schon welche, haben wir vorher festgestellt. Hier ist wieder Halloween. Ja, oder halt hier rein und dann hier rüber. Ist da schon jemand drin? Hier ist eigentlich schon gut besucht, sieht man. Aber das linke Gleis hier, das ist frei. Da könnte man eigentlich rein. Das würde gehen. Und wie kommen wir hier wieder raus? Dann müssen wir hier wieder lang. Nee, ich denke, das ist tatsächlich irgendwo einfacher. Wir gehen hier durch und gehen dann in dieses Gleis rein. Ja, ihr habt recht. Und wie kommen wir dann in das Gleis rein? Hier ist schon belegt. Und zwar mit einem durchfahrenden Zug. Das wird schwierig. Ich gucke mir das mal von hier aus an. Das wäre schon einfacher. Da ist eh der Fuxinghau, da ist er doch. Startet der hier? Achso, ja, hier ist ja die Kirche, genau, ja, ja. Weil hinten raus kommt er nicht. Jetzt muss ich aber doch nochmal gucken. Eben dieses eine Gleis hier. Das neben dem Fuxinghau, das wäre frei. Würde heißen, hier durch einen Güterbahnhof durch. Doch, hier durch die Stadt durch mit der Universallinie. Hier irgendwie in die Gleise rein. Das heißt, wir müssen hier nicht auf die Brücke. Ja, das ist schon mal ein Stein gemeißelt. Ich schnappe mir ein Gleis. Zieh hier weg. Und wie kommen wir da in die Gleise rein? Ja, indem wir in die Gleise reingehen. Ja, ich weiß, klingt blöd, ist aber so. Also ich muss jetzt halt selber schnell gucken. Hier eine Kurve, wir müssen ja nicht auf Tempo achten. Was sind das für Gleise hier? Können wir hier im Prinzip in der Weiche was machen? Das ist ja diese Universallinie. Ja doch, die wird natürlich schon aus ein paar Zügen bestehen. Wir sind hier rot. Ui, der 1,2 Kilometer Güterzug. Da möchte ich natürlich auch nicht rein. Hat der hier ein eigenes Gleis? Mhm, das hier. Hier vorne kommt dann alles zusammen. Ja, vielleicht doch mit einem eigenen Gleis nach hier vorne. Und dann irgendwo hier einfädeln. Was machen die? Die fahren dann hier lang. Die fahren eigentlich in den Personenbahnhof rein. Ja, guck mal einer an. Das wäre ja so falsch auch nicht. Da müssen wir nicht durch den Güterbahnhof durch. Dann müssen wir hier einfach eins rüber. Muss ich aber noch schnell wissen. Das ist wieder der Fuxinghau. Blöd. Aber der benutzt hier auch Gleis, was wir hier mit anderen Zügen haben. Dann würde ich hier den... Ich würde hier die Universallinie raufsetzen. Würde heißen, wir müssten hier eigentlich schon in die linke Seite rein. Ja, dann machen wir das mal. Und wir brauchen ja nur ein Gleis, das ist in der Regel eigentlich ein Vorteil. So, einmal so. Und hier müssen wir in das rein. Oder wir gehen hier mal, ich muss mal schnell gucken, Moment. Ja, das ist ganz klar definiert. Hier ist in die Richtung, da ist in die Richtung. Da haben wir nicht irgendwie Gegenverkehr oder so. Also müssen wir hier rein. Dann haben wir hier natürlich eine kleine Kreuzung, aber das ist dann halt. Das nehme ich nochmal weg, das ist so nicht cool. Tag Züglein. Oh, schön. Ach, guck mal. Ach, jetzt muss ich aber da nochmal runter. Das ist doch ein schönes Bild hier. Die Güterzüge, die hier rumdüsen. Ja, und die Universallinie, die düst dann halt hier natürlich auch noch rein. Das ist klar. Schön. Gut, also. Ich bin hier rausgegangen. Jetzt müssen wir hier noch irgendwie über die Straße rüber. Dann dort rein. Vielleicht mit einer ein bisschen steileren Kurve. Yep. Das passt. Sehr gut. Signale gucken wir am Schluss, würde ich sagen. Hier machen wir den noch. Dann sind wir hier drin, gehen hier rüber, sind in dem Gleis drin.
Und dann können wir hier rausdüsen. Genau, dann geht es hier lang. Und jetzt brauche ich hier vorne aber noch den Zugang zum anderen Gleis. Das heißt, wir müssen hier mit, ja, sagen wir mal so einem Gleis raus. Das geht sogar problemlos. Da kann ich ein bisschen früher raus. Im Prinzip kann ich sogar ein bisschen früher raus. Dann können wir hier die Fuxinghao Gleise wieder verlassen. Das finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Dass wir da ein bisschen früher rausgehen. Aha, dann möchte das nicht funktionieren. Ist da irgendwas im Weg? Jetzt. Nee, doch nicht. Bau nicht möglich. Warum das denn? Was ist denn da im Weg? Hier muss der Bau doch möglich sein. Hier muss doch ein Gleis hin. Ja, eigentlich geht's. Ja, sind wir da bei den berühmten kleinen Schritten, dann funktioniert's. Und jetzt hier oben rein müsste doch auch gehen. Ja, passt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir schauen mal. Wir brauchen ja eh noch Wegpunkte für diese Linie. Also das kann sein, dass wir das jetzt zum ersten Mal brauchen. Von Wien wollen wir nachher nach Bodensee rein, hier vorne. Jawohl, funktioniert. Jetzt ist aber rot nicht mehr allzu ideal, weil wir hier schon rot haben. Gut, da stellt sich natürlich die Gretchenfrage. Welche Farbe haben wir noch nicht? Ja, irgendwie haben wir alle Farben hier verbraten. Was wäre denn auffällig? Ah, schwierig. Blau, blau, grün, grün haben wir. Wir haben aber auf der Seite, wo wir fahren, kein Grün. Machen wir den hier. Und wisst ihr was, dann nehmen wir die Linie schnell raus. Universallinie. Weil eigentlich ist uns egal, was der Rest macht. Jetzt sieht man hier, das ist zweigleisig. Das wird sich ändern, sobald natürlich irgendwie die Rundlinie abgeschlossen ist. Dann wird die Linie merken, dass er hier nicht mehr zurückfahren muss. Moment, haben wir das noch? Wir werden irgendwie eine Fehlermeldung haben wahrscheinlich. Die müssen wir einfach ignorieren, anders geht's nicht. Wichtig ist für uns, relevant ist das Teil hier. Dass wir da tatsächlich vernünftig vorwärts kommen. Jawohl, das passt doch. Dann geht das hier rein. Jetzt stimmt hier vorne natürlich das Dingens nicht. Kommen wir da hinten wieder raus. Wahrscheinlich gibt es jetzt eine Fehlermeldung. Die müssen wir tatsächlich ignorieren. Die Universallinie bräuchten wir. Moment, nee. Machen wir das so. Terminals, Universallinie bräuchten wir in der, was ist das, die 4. Jo, gehen wir mal raus und gucken, macht die Linie das? Nö. Hä? Moment. Schauen wir nochmal. Nee, die 4 ist da. Wir brauchen... Was sind da? Ach, das ist ein Durchfahrtsgleis hier in der Mitte. Ach, du grüne Neune. Okay. Was haben wir denn hier noch? Ihr Bodensee, Bachfeld, Weißen. Ich würde hier reingehen. Weil hier, was ist das für eine Linie? Schnellzug, Hybrid, Gegengleis? Nö, 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 Blödsinn. Hier, Ihr Bodensee, Wien. Da können wir natürlich auch rein. Ist durchfahren. Nee, ich würde tatsächlich dieses Gleis hier nehmen. Also, dann schauen wir. Das wäre dann die 3. Ja, dann geht da rüber. Fährt hier lang, weil wir wollen hier nicht durchfahren mit der Universallinie. Wir wollen hier tatsächlich anhalten. Und dann müssen wir hier hinten raus. Okay, da sehen wir haben noch kein Gleis. Das ist von daher gut, dass wir selber bestimmen können, was wir machen. Wir müssen aber ein bisschen gucken, wo wir hinwollen. Wir kommen hier aus Wien. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir irgendwann hier die zentralen Städte ein bisschen vergessen. Moment, ich mache mal die Doppel-1. Hier Weißenturm und so. Ist noch nicht drin. Aber wir wissen ja, was nicht drin ist. Und es ist egal, was, wie soll ich sagen, wie lang die Strecke ist, das interessiert uns nicht. Also wenn wir am Schluss haben, dass die letzte Station 10 Kilometer entfernt ist, ist die das. Dann werden wir das entsprechend so lassen. Aber, ja gut, es geht nach Weißwasser. Sehe ich das richtig? Ja, im Prinzip hier ist Wien, hier ist Bodensee. Geht nach Weißwasser und dann geht es darauf nach Karstadt. Also dann bräuchten wir die Verbindung. Bodensee, Weißwasser. Ich gehe mal davon aus, die haben wir schon. Bodensee, Weißwasser. Ne, das ist Weißen Turm. Moment, gehen wir mal hier runter und gucken hier. Bodensee, Weißen Turm. Weißwasser, Bodensee. Okay, das wäre die Linie. Moment, ich mache die mal auf. Die geht hier lang, hier rüber und geht, wen wundert's, hier nach Weißwasser. Das sind die Gleise, die wir nutzen. Die werden wir hier für uns mit beanspruchen. Wir kommen hier raus. Ja, dann müssen wir dort einfach rein. Und zwar wieder mit einem Gleis. Ganz einfach so, beziehungsweise hier schnell raus. Hier so rein. Und dann sind wir hier schon. Die Gleise mitnutzen. Wir brauchen, zack, nicht dich. Sondern wir brauchen wieder die Universallinie. Die sehe ich, wenn ich ein bisschen zurückgehe. Uni, Uni, Uni.
Sehr gut. Linie verwalten. Nach Bodensee, nach Weißwasser rein. Zack. Geht auch, ohne Fehlermeldung. Sehr gut. Ich hätte aber gerne jetzt hier mal noch einen Wegpunkt drin. Irgendeinen unverwerflichen. Einer, der dich irgendwie stört, wenn wir irgendwie was machen. Ja, ich mache hier mal einen hin. So, wir brauchen wahrscheinlich sogar mehrere. Haben wir hier Wegpunkte? Nee, aber dann haben wir gleich Wegpunkte. Einmal ihn. Wo war mein P? Hier unten. So. Zack, einmal hier. Wegpunkt. Gegenrichtung brauchen wir nicht. Wir haben keine Gegenrichtung. Nachher. Würde heißen, nach Weißwasser würden wir gerne hier lang. So, dann ist das in Stein gemeißelt. Dann bleiben die auch hier. Gut, würde funktionieren. Jetzt können wir noch schnell gucken. Wenn ich hier die Linie nochmal rausnehme. Das ist alles in Ordnung. Für uns relevant. Ne, guck mal, der ist irgendwo vom falschen Gleis. Der müsste doch eigentlich hier. Diesen mal nochmal zurück. Ach, hier vorne ist halt zwei Gleise. Also hier ist es das richtige Gleis. Das ist klar. Der fährt auch nicht zurück, müsst ihr keine Angst haben. Hier, das können wir vergessen, ist egal. Ich muss da alle Linien haben. Grün ist okay, also wir haben keinen Gegenverkehr. Darum geht es mir. Hier haben wir auch keinen. Hier haben wir auch keinen Gegenverkehr, das ist in Ordnung. Weil das kann natürlich sonst massive Probleme verursachen. Hier ist auch okay. Jetzt ist halt die Frage, welche ist unsere Linie, weil wir hier wieder grün haben. Dann machen wir hier nochmal ein Gelb. Aha. Okay, das ist eben Käse. Wir fahren hier irgendwie. Ach, du Grüne. Okay, nee, das ist natürlich, wir müssen auf dieses Gleis. Wo? Ab wo ist das falsch? Ab hier wahrscheinlich. Ja, hier ist es noch richtig. Und hier geht dann das falsche Gleis rein, weil wir vermutlich keine Weiche haben. Doch, der könnte eigentlich schon hier lang. Wisst ihr was? Dann machen wir hier halt einen Wegpunkt hin. Das müsste doch auch gehen. So, einmal Wegpunkt. Linie verwalten. Wäre nach diesem Wegpunkt dieser Wegpunkt. Dann geht er rüber. Das sehe ich, glaube ich, soweit richtig. Machen wir hier nochmal auf. Nee, das stimmt immer noch nicht. Er möchte... Ja, aktiviert ist. Nochmal. Die Linie. Schnappen. Gucken. Eben, der Rückweg ist irrelevant. Uns interessiert nur das hier. Und hier geht er halt hier rüber, nicht in dieses Gleis rein. Das sollte er aber eigentlich. Das hat er doch jetzt eigentlich drin. Hier, als Wegpunkt. Dass er von Weißwasser... Ach so, nee, das ist natürlich falsch. Nee, das ist natürlich falsch. Die sind ja eigentlich... Moment, die sind ja beide falsch. Wir sind ja noch nicht nach Weißwasser. Wir sind vor Weißwasser. Also Bodensee... So, das kann sein, dass das jetzt an dem Wegpunkt lag. Eigentlich brauchen wir nur diesen hier. Jawohl, jetzt müsste es rübergegangen sein. Weil wir sind nicht nach Weißwasser. Wir sind immer noch vom Bodensee auskommend. Okay, nochmal die Unilinie. Hier. Ja, jetzt stimmt's. Das wurde im Prinzip falsch gemacht wegen dem Wegpunkt. Das ist natürlich immer die Gefahr. Jetzt stimmt's aber. Jetzt sind wir auf der rechten Seite. Wir haben keinen Gegenverkehr. Düsen hier rein. Ja, und wo wir hier... dann durchfahren, das werden wir morgen schauen. Liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Halloween und Co. Und dazu jetzt wieder Universalstrecke. Morgen gehen wir das an beim zentralen Güterbahnhof und werden dort gucken, was wir dort Schönes hinkriegen. Und danach geht es natürlich wieder weiter mit der Universallinie. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn ich irgendwie hier noch reinkomme, da war nämlich gerade ein Zug. Da ist er. Dann sagen wir mit dem hier. Tschüss. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss.